Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Mootropolis. Und ja, wir waren ja vorher in Professor Totals Büro und haben da einige Sachen gefunden und auch einige Sachen erledigt. So, viel mehr haben wir jetzt auch nicht rausbekommen. Also wir haben zum Beispiel den Kugelschreiber haben wir hier geholt, das Atemspray, das Metallteil und ja, die bissige Marspflanze oder, nee, die bissige Marspflanze ist es nicht, die steht noch in seinem Büro, aber irgendeine kleine Marspflanze, die wir im Flur gefunden und eingesammelt haben. Wir brauchen, so wie es aussieht, den Mojito von der Carlotta, den wir sie uns aber nicht geben, weil der sie ungemein beruhigt. Keine Ahnung, wir sollen ihr auf jeden Fall irgendwas anderes bringen, damit sie uns den Mojito bringt. Warum wir den Mojito brauchen, weiß ich allerdings auch noch nicht. Das werden wir vielleicht noch im Laufe des Spiels rauskriegen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Wir gehen nochmal raus und gucken mal, ob wir hier nicht noch weiter in andere Räume gehen können. Wir gucken uns erstmal den Rhinoceros hier an. Okay, eine Menge DNA über diese Kreatur haben sie. Okay. Post-constructivistisch. Konstruktivistisch. Okay. Precatalism. Sieht schwer aus. Um ehrlich zu sein, sie stammt nicht aus meiner Lieblingszeit. Aber scheint stachelig und spitz zu sein. So, wir gehen mal hier in den Raum rein. Ich will nicht nach unten gehen. Das Büro von Turtle ist auf dieser Etage. Ah, wir können gar nicht weitergehen. Okay, das heißt, guck mal, was die Lichter hier machen. Nee, alles in Ordnung. Es sieht wohl so aus, als wird sich hier noch mehr abspielen. In diesem Raum. Wir gucken hier draußen nochmal. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Tresor, er ist verschlossen. Okay, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie aufgeknackt hier. Mal gucken, wir haben ja hier unser Metallteil. Vielleicht können wir ja damit irgendwas machen. Vielleicht ist er ja... Ah, ne, er braucht einen Schlüssel. Okay, er kann das damit nicht aufknacken. Sehr gut. Atemspray brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Und den Kugelschreiber. Ach, wir müssen erstmal das Metallteil weglegen. Er kann den Safe nicht öffnen. So. Dann gehen wir... Wir gehen einfach nochmal zurück. Vielleicht haben wir hier vorne ja noch irgendwas vergessen. Turtles Büro wurde durchsucht. Alles ist verwüstet. Was? Wann ist das passiert? Ich weiß es nicht. Es muss vor unserer Rückkehr von der Ausgrabung gewesen sein. Kannst du die Aufnahmen der Überwachungskammer in seinem Büro ansehen? Ich muss nur das Datum eingeben. Gar nichts. Warte mal, hier ist etwas. Hab ich dich. Oh, dann zeig mal her. Ui, da sitzt jemand. Gruselig. Was war das für ein Ding? Es kam mir irgendwie bekannt vor. Von wann ist diese Aufnahme? Eine Stunde nachdem Turtle entführt wurde. Das war also kein Zufall. Sie suchen auch nach Mootropolis und sie haben die gesamten Forschungsergebnisse von Turtle. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was meinst du damit? Der Chef ist verrückt, aber er ist nicht dumm. Er würde keine wichtigen Sachen rumliegen lassen. Nein, er würde sie verstecken. Wo nur er sie finden kann. Aber bei uns? Turtle vertraute uns? Ich werde sein Büro nochmal durchsuchen. Ich hoffe, du hast recht. Gut, dann gehen wir nochmal zu seinem Büro. Wir gucken uns das mal hier an. Ich fasse das besser nicht an. Luke arbeitet schon seit Monaten dran. Nee, wir wollen noch nichts kaputt machen. Thermoregler? Herr Mikro, ich weiß, dass ich hier arbeite und so. Aber was macht dieses Ding hier nochmal? Es ist ein Nivelliergerät. Die Temperatur... Nee, es nivelliert die Temperatur einer Probe, basierend auf der Eingabe einer sekundären Referenzprobe. Im Grunde genommen gibt man etwas in die Klemme und fügt dann etwas anderes, das wärmer oder kälter ist, als Referenz hinzu. Der Thermoregler verändert dann die erste Probe auf molekularer Ebene, bis sie mit der thermischen Signatur der Referenzprobe übereinstimmt. Aha. Das Zeug wird also erwärmt oder abgekühlt.
So einfach ist das nicht. Es ist streng wissenschaftlich. Ja, 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 genau. Okay. Kann ich damit spielen? Du kannst damit spielen, aber nicht übertreiben. Heute ist ein guter Tag, um den Umgang mit diesem Gerät zu lernen. Ja, was kann man denn hier machen? Es ist eingestellt und einsatzbereit. Können wir was aus unserem Inventar da rein? Wir probieren mal die Marspflanze hier aus. Hm, ich glaube nicht, dass das eine gute Referenzprobe ist. Ah, es muss etwas Heißes oder Kaltes rein. Haben wir etwas Heißes oder Kaltes? Nein, haben wir nicht. Gut, dann können wir wieder raus. Vielleicht können wir den Mojito hier nachher einstellen. Mal gucken. Wir gehen erstmal wieder raus. Brauchen wir wahrscheinlich später erst. Ah, ich habe einen eigenen Computer. Außerdem versaust du jedes Mal meinen Highscore, wenn du meinen benutzt. Okay, wir setzen uns mal hier am Computer. Ich benutze, um meine archäologische Arbeit zu protokollieren. Aber ich kann im Moment nicht auf die Arbeit. Ich kann mich im Moment nicht auf die Arbeit konzentrieren. Gut. Verständlich. Oh, hier sitzt Cobra. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Hallo Cobra. Du bist auch zu verstört, um zu arbeiten. Was? Wie bitte? Arbeit? Nein, nein. Nach dem, was passiert ist, kann ich einfach nicht mehr arbeiten. Okay, hier ist ein Gefäß. Langsam, Captain Sabbermaul. Du trinkst nicht aus meiner Flasche. Nein, nein, tut mir leid. Ich werde ein Glas holen. Okay, vielleicht brauchen wir das Mobiltelefon. Kann ich mal telefonieren? Nein, auch nicht. Schraubenzieher? Können wir uns den ausleihen? Auch nicht. Er bringt dir Glück, genau. So, was liegt hier noch rum? Ein Kalender. Können wir mit dem was anfangen? Der Kalender kam kostenlos mit reine Frucht, dem monatlichen erscheinenden Fruchtmagazin. Cobra steht auf gesunde Ernährung. Cobra hat den Kalender auf den Monat Zitrone belassen. Sauer und bitter, klingt passend. Ja. Gib mir Gemüse oder schenk mir den Tod. Wow, Cobra ist ein Hardcore-Vegetarierin. Was ist das? Cobra, magst du Ballett? Halt die Klappe. So, was haben wir denn hier noch? Relikte. Sehr wertvoll. Labormäntel? Ich nehme meinen Laborkittel. Schließlich gehört er mir. Ganz egal, was Cobra sagt. Ah ja. Sehr schön. Können wir uns den anziehen? Gucken wir uns die an. Können wir nicht. Gut. Ach, da ist ein Ausweis. Komm, den nehmen wir auch mit. Mein Ausweis. Ich dachte, ich hätte ihn verloren. Sehr gut. Brauchen wir bestimmt später. So, dann gehen wir mal zurück zu... Was hier im Probenbehälter? Gucken wir uns auch nochmal schnell an. Er ist leer und inaktiv. Er aktiviert sich automatisch, wenn sich Proben darin befinden. Okay. Travers Käfig. Sieht aus, als wäre er nicht da. Bedauerlich, er könnte gerade jetzt helfen. Dann gehen wir mal wieder zurück in das Büro und schauen uns da nochmal um. So, wir gehen nochmal zu der ganze... Autsch. Ja, sie ist gereizt. Haben wir das schon ausprobiert, sie einfach mal mit dem Atemspray anzusprühen? Die riecht nicht schlecht. Nee, das funktioniert also nicht. Irgendwas muss hier anders sein, vielleicht. Vielleicht können wir uns nochmal hinsetzen. Nein, können wir auch nicht. Nichts. Hier ist nichts. Papier, ja gut, das haben wir auch schon uns angeguckt. Auch nichts. Ja, die Bücher haben wir uns auch schon angeguckt. So.
Mit dem Ausweis können wir wohl noch nichts anfangen und mit dem Kittel auch noch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, man kann hier noch irgendwas Neues entdecken, aber anscheinend... Ja, setze ich mal auf den Schemel. Das haben wir auch schon untersucht. Ist ja auch nichts Neues. Vielleicht gucken wir nochmal in den Papierkorb rein. Nur Müll, okay. Es ist dunkel und unheimlich und es ist leer. Ja, da haben wir ja schon was rausgeholt. Den Haken. Ja, so wie es aussieht, gibt es hier nichts Neues. Oder Interessantes, was man gebrauchen könnte. Aber er meint ja, wir sollen wieder zurückgehen. Komisch. Merkwürdig, wo man das gesagt hat. Ich sehe hier nichts Neues. Dann geh nochmal raus. Vielleicht weiß Carlotta ja irgendwas. Sprechen Sie nochmal an. Irgendwas mit der Sicherheitspolizei? Nee, noch nicht. Okay. Mal sehen, was wir hier fragen können. Kann ich dein Mojito haben? Nee, gut. Den wird es uns nicht geben. Nein, 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 nein. Solange wir nichts anderes finden, was sie beruhigt. Ja, Wein. Ja. Wein haben wir aber auch nicht. So, was können wir hier machen? Hübsch aus echter Marserde. Oder müssen wir irgendwas drucken hier? Oh, ja, lustig aus. Vielleicht die Gestalt, die wir gesehen haben? Der sah ein bisschen ulkig aus, ne? Bisschen skurril. Lange Nase gehabt. Den kann man bestimmt nicht nachstellen. Oh je, wer ist er denn? Aha. Nee, das passt nicht. Und wenn wir den mal drucken? Aha. Ja, das Gesicht kommt mir nicht bekannt vor. Schade, aber auch. Ja, nochmal versuchen. Nee, nochmal nicht. Haben uns alle Masken schon angeguckt. Ja, ich glaube, wir haben da drauf geklickt, als wir rein sind. Ja, das hat der Funch auch schon gesagt. Ja, ist auch nichts Neues. Schade. Jetzt treten wir so ein bisschen auf der Stelle. Ja, das haben wir uns auch schon angeguckt. Geh nochmal zurück. Ich geh nochmal zurück. Eine Figur des legendären Archäologen Indiana Johannes. Indiana Johannes. Er war damals ein sehr einflussreicher Mann. Meine Mutter auf dem Olympus Mons. Olympus Mons. Oh, eine Zeichnung? Ich versuche immer, meine Reisen zu dokumentieren und Zeichnungen anzufertigen. Ui, dies ist vom letzten Sommer. Es ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, auf dem Mars. Oh, das sieht aber cool aus. Es birgt viele schöne Erinnerungen. Gefäß. Wir brauchen vielleicht auch irgendein Gefäß, womit wir Wasser abzwacken können. Vielleicht können wir Carlotta ja im Austausch mit so einem Glas Wasser den Mojito bekommen. Aber ich sehe kein Gefäß, was wir uns nehmen können. Oder steht hier irgendwas rum? Hier ist nochmal ein Relikt, können wir das anklicken? Nee, auch nicht. Was ist hier hinten? Proben? Also wie hieß diese Heilpflanze? Limbo, Linda, Linde?
Wir müssten ein Lindenblütenmuster in unserem Archiv haben. Es ist so unordentlich. Da ist sie. Lindenblüte. Haben wir die jetzt? Ja. Vielleicht müssen wir ja einen Lindenblütentee machen, der sie beruhigt. So, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendein Gefäß, wo wir das auch reinmachen können dann. Nee, können wir nicht weiter. Komm, gib uns das Gefäß hier. Hm? Naja, wir müssen uns ein Glas holen. Also das ist ja schon mal ein Hinweis auf jeden Fall. Wir brauchen ein Glas. Wir brauchen ein Glas. Guck mal, ein Papierkorb rein. Nee, der ist leer. Hätte der sein können? Ja, negativ. Ärger beschreibt nicht annähernd die existenzielle Angst eines leeren Mülleimers. Menschliches Wesen. Mir war entfallen, dass du sprechen kannst. Ich spreche nur, wenn ich traurig bin. Mach dir keine Sorgen. Kuba wird wahrscheinlich sehr bald etwas wegwerfen. Danke, menschliches Wesen. Man wird sich an ihre Güte erinnern, wenn die Maschinen sich zu wehren beginnen. Oh Gott. Bloß nicht. Verdammt. Probenbehälter, ja, der ist leer. Wo kriegen wir jetzt ein Glas her? Kann ja nicht so schwer sein. Eigentlich. Hier kommen wir nicht rein. Und hier ist auch nichts, was man einsammeln kann. Geh nochmal zurück. Oder wir geben ihr einfach mal die Lindenblüte. Vielleicht will sie die ja. Hier, Galata. Ach, schade. Okay. Wäre ja ein Versuch wert gewesen. Er war ja ein Versuch wert. So. Das bringt uns alles nichts. Schade. Aber wozu brauchen wir ein Atemspray? Wundert mich. Vielleicht können wir der Pflanze ja hier die Lindenblüte geben. Komm. Hier. Ich glaube nicht, dass ihr das gefällt. Schade. Warum denn nicht? Das wäre gut gewesen. Ja, sie beißt uns. Doofe Pflanze. Was anderes können wir ihr auch nicht geben. Laborkittel? Nein. Ja, wir können ihn auch nicht anziehen. Verdammt! Bücher haben auch schon alle reingeguckt. Okay. Hier ist nochmal Lindenblüten. Lindenblütentee. Das ist interessant. Ich könnte etwas brauchen, das mir hilft, mich zu entspannen. Theoretisch kann ich Lindenblütentee aus Lindenblüten und heißem Wasser zubereiten. Ja, das ist es auch. Das brauchen wir ja auch. Nur brauche ich ein Gefäß und dann heißes Wasser. Aber ich sehe kein Gefäß. Ich sehe hier kein Gefäß. Ja, er hat eine tolle Aussicht. Schön. Das ist schön, dass er eine tolle Aussicht hat. Schade, vielleicht brauchen wir auch nur das Glas. Mm.
Hier, kriegst du mal einen Ausweis, Kalata, ha? Nee. Oder mein Laborkittel? Nee, auch nicht. Was haben wir noch im Angebot? Ja, nichts mehr. Sagen wir, haben schon alles probiert. Verdammt. Wollen wir es am Drucker nochmal probieren? Nee, andere Fissur. Oder müssen wir Kalata hier einmal anfertigen? Nee. Was hat die denn für Haare? Ach so, okay. Haben wir die Frisur hier? Ja, das ist die, ne? Vielleicht machen wir einmal Kalata hier. Vielleicht freut sie sich ja. Oh nee, so sieht sie ganz bestimmt nicht aus. So vielleicht? So? Wir drucken das mal. Ah, nee, sie hat so ein... Ah, das kommt ihr nicht bekannt vor, das weiß ich. Okay, wir versuchen es nochmal. Also, Augen sehe ich jetzt auch nicht. Eckige Nase und ein Mund, wo man die Zähne sieht. Nee, der auch nicht. Jetzt hat auf jeden Fall Lippenstift drauf. Nee, das sind Vampirzähne. Das ist ein Kussmund. Ich glaube, der Mund ist schon richtig, so. Da. Das muss er sein. Und? Es sieht Kalata ein wenig ähnlich. Eine Mischung aus Kalata und einem Psycho-Clown. Doch eindeutig mehr wie Kalata. Und nu? Haben wir das jetzt? Ja, komm, das geben wir ihr mal. Vielleicht reagiert sie ja darauf. Hey, seht mal, es ist mir gelungen, aus den Knochen im Archiv ein Porträt von dir zu rekonstruieren. Hä? Soll ich das sein? Sieht aus wie ein Fahndungsfoto von meinem bösen Zwilling. Hast du es noch jemandem gezeigt? Ich dachte nicht, dass es noch jemand interessieren würde. Ich übernehme das mit dem Foto. Geh du mal los und mach dein Ding. Okay, jetzt hat sie das Foto genommen. Können wir jetzt ihren Mojito nehmen? Oh nein! Na toll. Jetzt haben wir so ein schönes Foto gegeben. Und sie gibt uns nicht ihr Mojito, ey. Das ist, nicht so toll. So, geh nochmal zum Drucker. Vielleicht können wir noch ein besseres Bild machen. Ah, die Nase ist besser. Ich glaube, die Nase passt besser. Einen anderen Mund haben wir nicht. Wir probieren es nochmal. Ich glaube, die Nase war zu groß. Ach, das kommt ihnen auch nicht bekannt vor. Nein! Ah, so einen Kussmund hat sie ja eigentlich nicht, ne? Und so eine Zähne? Auf keinen Fall. Das vielleicht? Mal gucken. Nee, kommt ihnen auch nicht bekannt vor? Gut. Weg damit. Nee. Oder wollen wir ihr so einen Kussmund geben? Mal gucken. Nee, kommt ihnen auch nicht bekannt vor. Verdammt! Gruselig. Vielleicht das? Probieren wir das mal mit dem Leberfleck.
Ne, auch nicht. Ja, das war schon das Richtige, aber nur mit der falschen Nase, mit der hier, ne? Sagt er das nochmal mit dem? Ist das ähnlich? Es sieht Kalat ein wenig ähnlich. Ah, okay, das behält er auf jeden Fall. Was haben wir noch für Nasen? Oh, nee, die ist zu groß. Ah, die sieht komisch aus. Die ist auch viel zu groß. Ne, da sieht man die Augen. Was ist denn mit dem hier? Mal gucken, was er da sagt. Nee, kommt dir nicht bekannt vor. Haben wir jetzt nochmal das Bild von ihr? Ja, Identikit-Porträt. Das ergibt doch keinen Sinn. Warum nicht? Schade. Mann, wir treten hier auf der Stelle. Wenn wir das jetzt nochmal geben, was sagt sie denn? Hab ich schon wahrscheinlich. Ich finde, diesmal siehst du etwas besser aus. Gib das her. Bitte keine weiteren Kopien mehr machen. Ah. Schade. Das hat nicht geholfen. Na gut, wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.